Der Campus in Selm, ein großer repräsentativer Platz inmitten des Zentrums. Hier sah es früher aber ganz anders aus. Rita Schulze-Böing, ehemalige Stadtbaurätin, erzählt, wie sich der Platz entwickelt hat. Hier war früher der Sportplatz, der zu dem Schulzentrum hier gehörte, zum Gymnasium und zur Oberbergschule. Und im Zusammenhang mit diesem Regionale-Projekt, was 2016 ja begonnen hat, ist der gesamte Bereich neu überplant worden und die Sportflächen sind geordnet auf die andere Seite des Sandforter Weges gekommen. Und hier wollte man dann die sogenannte neue Mitte bauen. Nach umfangreichen Planungen und Bauarbeiten sind der Campus und ein Großteil der umliegenden Gebäude bis 2020 fertig geworden. Und Selm hat einen zentralen, vielseitig nutzbaren Platz bekommen. An einer neuen Turnhalle wird noch gebaut. Die Wohnungen an der Ostseite sind aber schon bezogen. Wir sehen es ja jetzt, ist schon in diesem Bereich, denke ich mir, fast fertig. Hier auf der rechten Seite die Wohnungen, finde ich, sind total gelungen. Erstens mal fassen die den Platz mit ihrer viergeschossigen Bebauung, das ist ganz schön. Es gibt eine Tiefgarage, ansonsten hätten sie hier auf diesem wunderbaren Platz nur Autos stehen. Außerdem befindet sich am Campus neben der Grundschule auch das städtische Gymnasium, das Ende der 1980er Jahre entstanden ist. Vorher hatte Selm keine weiterführende Schule. Sie konnten hier kein Abitur machen. Und das ist für eine Stadt mit immerhin 25.000 Einwohnern, das geht nicht so. Und das war eigentlich schon der erste große Schritt, der Neubau dieses Gymnasiums. Und jetzt natürlich die neue Sporthalle und alles, was hier an diesen Platzrändern entsteht. Das ist dann der sogenannte Campus. Im Frühjahr 2022 wurde auf dem Campus eine Stauferstele eingeweiht. Die nördlichste Stele, die es gibt. Warum sie dort errichtet wurde und was es mit Schloss Cappenberg zu tun hat, wird mit Hilfe einer Infothek digital erklärt. Gegenüber befindet sich das Jugendzentrum Sunshine. Auch dies hat ein neues Gesicht bekommen. Auch das Jugendzentrum ist auch architektonisch, finde ich, gelungen. Der Neubau. Das ist schon ein Fund, was Selm hier geschafft hat. 27 Millionen Euro für eine Stadt dieser Größenordnung, natürlich mit öffentlichen Mitteln, aber das muss auch alles unterhalten werden, das muss gestemmt werden, finde ich eine tolle Leistung. Und so ist ein städtebaulich markanter Platz entstanden. Die Größe lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass hier auch große Veranstaltungen stattfinden sollen. Ansonsten finde ich es vom Städtebaulichen her, ist es eine sehr große Geste, die natürlich ihre Fortführung dann in diesem Auenpark und in der anliegenden Wohnbebauung findet. Also insofern muss man das als Ganzes sehen. Und wenn alles fertig ist, denke ich mal, sieht das auch nochmal anders aus. Im Moment macht das einen sehr großen, vielleicht etwas unbelebten Eindruck. Aber wenn das mit Veranstaltungen vernünftig bespielt wird und die Nutzer an den Rändern hier den Platz bevölkern, kann ich mir das schon vorstellen.